König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ableger des König, Bube, Dame, Gast. Aus Gründen haben wir beschlossen, wir wollen eine kleine Sonderreihe mit euch veranstalten, nämlich die Family and Friends Reihe, wo wir über das nähere Umfeld von King und deren Arbeit sprechen möchten. Und heute soll die allererste Folge zu dieser ganzen Aktion sein. Es ist auch für uns ein Prototyp, deswegen verzeiht uns, wenn es noch ein bisschen chaotisch ist. Aber wir wollen diese Reihe beginnen mit dem Sohn von King, nämlich Joe Hill. Und besprechen heute dessen Buch Heart-Shaped Box bzw. Blind. Und bei mir ist für diese Aktion die wunderbare Julia. Hallo Julia. Hallo Dela, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr. Außerdem bei mir ist der wundervolle Flo. Hallo Flo. Flo. Hallo. Ja, aber Dela, du lügst doch, wie immer. Ja? Ja, wir haben das Format eigentlich schon gestartet im Jahre 2018. Als wir... Stimmt. Tabata Kings das Puppenhaus besprochen haben. Damals aber noch komplett ohne Konzept, das haben wir jetzt zumindest so ein bisschen drin. Wir werden auch zu Tabata King bestimmt mal wieder zurückkommen, auch wenn es dir davor gruselt. Ja, aber heute, du hast es ja schon gesagt, geht's um Blind von Joe Hill. Und alle Blues-Fans muss ich enttäuschen, es geht nicht um Blind Joe Hill, den Blues-Musiker, der 1999 gestorben ist. Auf den bin ich bei meiner Recherche nämlich auch gestoßen. Sondern es geht um den Roman, wie du schon gesagt hast, The Heart-Shaped Box aus dem Jahr 2007, der im selben Jahr auch in Deutsch erschienen ist. Hier hat er den Namen Blind bekommen, einen Namen, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber da reden wir bestimmt auch noch drüber. Und es ist der Erstling von Joe Hill, also sein erster Roman. Er hatte vorher schon ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht. Und der scheint ganz gut angekommen zu sein. Er wurde zumindest für mehrere Awards nominiert, hat auch einige gewonnen. Und Jonas wird uns jetzt erzählen, worum es in diesem Buch geht. Ach scheiße, der ist ja gar nicht da. Liebe Grüße an den Jonas. Na gut, dann übernehme ich das. Ja, also in Blind geht es um einen älter werdenden Rockstar, Judas Coyne, der, nachdem mehrere seiner Bandmitglieder gestorben sind, jetzt recht zurückgezogen auf einer Farm lebt mit seinen Hunden und seiner aktuellen Freundin Georgia. Also ihr richtiger Name ist Mary Beth, aber er benennt seine Freundin gerne nach dem Bundesstaat, aus dem sie kommen. Das ist nicht so seine einzige fragwürdige Charaktereigenschaft. Er hat auch eine Sammlung, die normale Menschen nicht haben. Unter anderem ist da ein Snuff-Film drin. Und einer seiner Mitarbeiter macht ihn auf eine Internet-Auktion aufmerksam. Und so ergänzt er seine Sammlung um einen Geist. Ja, der Geist ist aber echt. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Die Auktion war nämlich gar nicht so ganz zufällig. Die war getürkt, sodass er den Geist kauft. Der Vater einer Ex-Freundin, die Suizid begangen hat, ist nämlich verstorben. Und ja, dessen andere Tochter will nun Rache für den Tod ihrer Schwester. Gott, ist das ein komplizierter Satz. Soll ich nochmal anfangen? Alles gut, noch können wir dir folgen, glaube ich. Okay. Sie will nun Rache für den Tod ihrer Schwester und will Jude in den Tod treiben und deswegen hat sie den Geist ihres Vaters auf ihn gehetzt. Ja, der verbreitet auch gleich Terror. Es gibt diverse Begegnungen mit ihm. Sowohl Georgia als auch Judas kommen ziemlich nah. Und sein Mitarbeiter Danny begeht auch Selbstmord. Und das Ganze führt dann halt so weit, dass Jude und Georgia oder Mary Beth halt nach Florida reisen, um die Schwester dazu zu bringen, sie von dem Geist zu befreien. Auf dieser Reihe gibt es dann weitere Zwischenfälle. Es werden in Florida ein paar düstere Familiengeheimnisse aufgedeckt. Und schließlich kommt es im Haus von Judes sterbenden Vater noch zum großen Showdown. Und das Ganze hat dann noch am Ende ein Happy End. Das war es so im Großen und Ganzen. Und ich bin echt froh, dass Jonas das sonst macht. Ja, das stimmt durchaus.
Ja. Wie ging es euch denn damit? Julia, ich nehme an, du hast mit Joe Hill und so auch noch nicht viel zu tun gehabt, oder? Nein, also tatsächlich war es das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Ja, ich kann verstehen, warum du das so siehst. Sagen wir es mal so. Wenn man sich näher damit beschäftigt und es nicht nur einfach wegliest, dann ist es tatsächlich ein bisschen zweischneidig. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich ein relativ okayes, stabiles Buch. Ich habe eigentlich auch nicht allzu viel Problematisches daran gefunden, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe aber zu, ich habe vielleicht auch nicht ganz so genau danach geguckt, ob ich da... Also ich wollte es gern mögen, drücken wir es mal so aus. Also ich muss sagen, ich habe durchaus Spaß gehabt und ich finde, er macht die Sachen sehr gut, die auch sein Vater sehr gut gemacht hat seinerzeit als Autor, aber er vermeidet sehr viele Fehler, die King teilweise hat. Deswegen, ich hatte meinen Spaß. Spaß hatte ich an dem Buch auch, so ist das nicht. Also ich habe das an einem Wochenende gelesen, knapp über 24 Stunden habe ich dafür gebraucht, was an sich ja ein gutes Zeichen ist. Es hat nur während des Lesens eine Entwicklung stattgefunden, von totaler Begeisterung bis hin zum nächsten Tag, bei der ich dachte, was war das für ein Buch? Also ich stehe absolut dazwischen, was meine Einschätzung anbelangt. Und ich bin da bei dir, Dela. Er hat einige Elemente seines Vaters aufgegriffen, hat sie weitergeführt. Das hat er sehr solide gemacht. Andere Punkte haben bei mir eher zu Verwirrung geführt, um ehrlich zu sein. Also ich bin zwiegespalten. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal ein bisschen ins Detail. Und da muss ich sagen, es gibt vieles, an dem ich Spaß hatte. Ich mochte zum Beispiel wirklich, dass wir irgendwie eine Form von Charakterentwicklung haben. Und seien wir ehrlich, die vermisse ich bei King mittlerweile seit mehreren Jahren. Dem würde ich nicht ganz zustimmen, aber ich weiß, was du damit meinst. Aber wir wollen ja nicht über King reden, sondern ja, über Joe Hill. Und ja, tatsächlich, Charakterentwicklung war dabei. Und zwar nicht nur bei Jude, sondern auch bei der weiblichen Hauptfigur. Und die fand ich auch besser als vieles, was sein Vater so macht. Oh ja, auf jeden Fall, hundertprozentig. Nein, und vor allem, dass wir hier nicht so, wir fallen ja, finde ich, nicht so sehr in diese Falle von, die Charaktere sind entweder schwarz oder weiß, sondern wir fangen halt bei Coin echt an mit dem Gedanken, mein Gott, was ein Wichser. Und das entwickelt sich dann langsam zu, naja, es ist immer noch ein Wichser, aber eigentlich ist er doch ein ganz korrekter Kerl. Oder zumindest hat er ab und zu mal so korrekte Anwandlungen. Und das finde ich eigentlich eine, also seien wir ehrlich, ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Menschenfreund, wenn ich sage, ja, okay, es ist immer noch ein Wichser, aber tief drin ist es schon ein korrekter Mensch, dann ist das schon das höchste der Gefühle bei vielen. Also ich finde das eine sehr realistische Darstellung, ich mag das. Ich glaube, was uns allen drei gefallen hat, hinsichtlich auch der Charakterentwicklung, ist, dass wir es tatsächlich mal mit einer Heldenreise zu tun haben, was man bei King, also seinem Vater von Joe Hill, nicht unbedingt immer so sehen kann. Und das ist auch genau das. Wir starten an einem Punkt, an dem der Protagonist eben, wie hast du so schön gesagt, Dela, ein Wichser ist. Wir lernen ihn aber kennen und er lernt sich selbst kennen aufgrund der ganzen Geschehnisse. Es kommt zum Konflikt, es kommt zum Kampf und es kommt dadurch auch zu einer Art Katharsis. Also er musste sich verändern zum Guten und das ist hier auch geschehen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir grundlegend alle relativ gerne mögen. Ich würde dir allerdings widersprechen, dass er sich selber ein bisschen kennenlernt. Ich glaube tatsächlich, die Entwicklung ist nicht von ja, ich erkenne meine Schwächen plötzlich an und arbeite daran, sondern ich glaube einfach, der Entwicklungspunkt ist der von, ja, ich weiß von Anfang an, ich bin ein Arschloch, nur
es kommt irgendwann der Punkt, wo er selbst eine Notwendigkeit sieht, kein Arschloch zu sein. Ja, ich glaube, dieser Moment, wo er dieses Arschlochsein überwindet, ist auch der Moment, ich habe es ja vorhin gesagt, er benennt seine Freundinnen oder seine Ex-Freundinnen eigentlich in den meisten Fällen nach den Bundesstaaten, aus denen sie kommen. Das heißt, er macht sich nicht mal die Mühe, tatsächlich ihren Namen zu lernen. Und in dem Moment, als aus Georgia Mary Beth wird, ich glaube, so das ist dann der Moment, wo er das Arschlochsein so ein bisschen überwindet. Ja, würde ich bei dir sein, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, es gibt da ein Zitat, als seine jetzige Freundin quasi mit ihm spricht: I feel bad for her. It's not a lot of fun, you know? What? Being in love with you. I've been with a lot of bad guys who made me feel lousy about myself, Jude. But you're something special. Because I knew none of them really cared about me. But you do. And you make me feel like your shitty hooker anyway. Also auf Deutsch gesagt, ich weiß, dass du eigentlich dass du eigentlich Gefühle für mich hast, aber du sorgst trotzdem dafür, dass ich mich wie deine dreckige Hure fühle. Und ich finde, das ist eine hervorragende Charakterisierung, um diese Ambivalenz dieses Charakters zu zeigen. Ja, stimme ich dir zu. Man kann diese Ambivalenz am besten darstellen, indem man auf die Charaktere die Figuren in seinem Leben eingeht. Und das sind ja tatsächlich nicht viele. Also wir haben dann noch Danny, der, ja, ist glaube ich immer noch der Manager, aber Jude tritt halt nicht mehr auf und er ist eigentlich mehr so sein Assistent, sein Mädchen für alles. Und am Anfang spricht Jude ja eher herablassend über ihn. So nach dem Motto, das komme ich natürlich nicht auf das Zitat nicht, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber so ungefähr, wenn er einen anderen finden würde, würde er dem genauso nachlaufen, weil er halt mich gefunden. Ja. Also er beschreibt ihn so als Speichellecker. Und das wird später dann, ändert sich auch nochmal. Gut, dann ist Danny schon tot, aber er sieht ihn dann noch ein bisschen anders. Und ja, es gibt überhaupt nicht viele Menschen in seinem Leben. Man erfährt so ein bisschen in Rückblicken auch von seinen ehemaligen Bandkollegen, die mittlerweile auch gestorben sind. Man erfährt ein bisschen was über seinen Vater und wir lernen ja seine Anwältin kennen, die den Spitznamen Tennessee hat, was ja auch ein schöner Gag ist. Und das finde ich eigentlich auf der einen Seite schön, weil das den Charakter gut darstellt, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein billiger Trick, weil man ja so umgehen kann, den Charakter aus sich selbst zu zeigen. Finde ich aber ehrlich gesagt völlig fair. Also ist jetzt nichts, was ich negativ anstreichen würde. Nein, das ist negativ jetzt nicht unbedingt, aber es ist mir schon aufgefallen. Wobei zwei Wesen in seinem Leben haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Hundis. Ja, Angus und Bon. Benannt nach Mitgliedern von ACDC. Und die fand ich echt schön. Die Hunde waren toll. Haben mir Spaß gemacht. Ja, das stimmt, das auf jeden Fall. Und auch der liebevolle Umgang mit den Hunden. Dass er halt mit den Hunden sehr viel liebevoller umgeht als mit all seinen Mitmenschen. Das mag ich. Ja, und dass die Hunde auch nicht nur Mittel zum Zweck waren, sondern in der Handlung tatsächlich wichtige Rollen einnehmen und genau. Teilweise auch ziemlich coole Rollen. Also ich sage nur sowas wie Schattenhunde. Das hat mir echt gut gefallen. Jetzt haben wir ja gerade schon die Schattenhunde erwähnt. Und kommen wir doch mal zum eigentlich übernatürlichen Teil dieses Buches. Weil da muss ich sagen, das ist das, was für mich tendenziell noch eher versagt hat. Wie fandet ihr diese Heimsuchung generell? Die Idee, diese Heimsuchung überhaupt an so einen Anzug zu knüpfen, diese ganze Hypnose-Sache, wie steht ihr dazu? Ich habe ja Push-to-Talk angeschaltet, wie ihr wisst, und das war auch ganz gut, weil ich habe bei deiner Frage ziemlich angefangen zu lachen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe mir auch den Aufbau des Buches mal angeschaut. Es sind ja, ich glaube, 4 Untergliederungen. Und am Anfang
fand ich das ziemlich cool, wie das mit dem Übernatürlichen anfing. Und es ging ja unfassbar schnell. Auch die Idee von dem Anzug fand ich nicht verkehrt. Warum nicht? Es war mal irgendwie ein anderes Element. Und dahingehend bin ich ziemlich schnell in diese Geschichte reingezogen worden, habe auch sehr, sehr schnell gelesen und war so voll drin und dachte, wow, der kommt direkt zur Sache. Und dann passierte genau das, Dela, was du auch eben angesprochen hast, es ließ nach. Und zwar massiv. Und daher kommt auch meine Ambivalenz in Bezug auf diesen Roman. Mhm. Ich sehe das ähnlich. Es fängt unheimlich schnell an. Und es fängt so schnell an, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass es eigentlich ein bisschen lächerlich ist, so ein besessener Anzug. Aber so gegen Mitte des Buchs sackt das ein bisschen ab und wird es auch ein bisschen redundant. Es ändert sich dann wieder, als die aufbrechen nach Florida, dann gibt es andere Probleme. Aber letztendlich, die Idee des besessenen Anzugs kann ich super mitleben. Wir hatten schon, was weiß ich, besessene Autos. Und wir hatten schon besessene Wäschemangler, ich bitte dich. Ich musste sehr lachen. Ich habe die Tage eine alte Folge Family Guy gesehen. Mhm. Mit einer Szene mit Stephen King, wo er bei seinem Verlag sitzt und sagt, ja, für mein 307. Buch, da geht es um ein Pärchen, das in Gefahr gerät durch, er guckt nach links, nach rechts und greift auf den Schreibtisch, nimmt eine Lampe, durch eine besessene Lampe und fuchtelt damit rum. So ungefähr stelle ich mir das vor. Aber warum nicht? Also die Idee klingt auch, die Idee, einen Geist bei einer Online-Auktion zu ersteigern, klingt eigentlich bescheuert. Aber okay. Es ist, ja. Ich finde die Idee gar nicht mal wirklich bescheuert. Ich meine, überleg mal, mir fallen jetzt auf Anhieb mindestens 3 Bücher ein, wo Menschen aus Versehen, und die, also da ja wirklich aus Versehen, ein Objekt kaufen, was in irgendeiner Form diesen Geist beinhaltet. Es gibt zum Beispiel sehr viele nette Kurzgeschichten, wo ein Stuhl besessen ist. Es gibt, mir fällt eine Geschichte ein, mit einem besessenen Kleiderschrank, der Leute verschluckt. Mir fällt ein besessenes Spinnrad ein. Also dieser Gedanke von besessene Objekte, die durch einen Kauf an einen Menschen gebunden wurden, das ist ja in der Horrorliteratur überhaupt nichts Neues. Was ich mag, ist aber die Idee von, das ist eben nicht aus Versehen passiert, wir laden uns diese Heimsuchung aus Versehen ein, sondern ja, wir sammeln halt so kruden, abstrusen, makabren Quatsch. Und wie geil ist es dann, einen besessenen Anzug zu besitzen? Ja, natürlich, das ist ein Horror-Trope eigentlich. Ich würde mal sagen, angefangen bei dieser berühmten magischen Affenpfote. Richtig. Und die Serie Erben des Fluchs hat das, glaube ich, in den 90ern über 3 Staffeln lang durchgezogen. Und es ging jede Folge um ein anderes Objekt. Aber das Buch lässt dir am Anfang auch keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das jetzt lächerlich oder nicht ist. Und ich mag es eigentlich. Also ich finde die Idee ganz schön. Man darf nicht zu sehr drüber nachdenken, sonst fällt es ein bisschen auseinander, aber es macht schon Spaß. Und die Geschwindigkeit, mit der das in die Geschichte reingeht, die sorgt dafür, dass es einfach, ja, es läuft. Es gibt keine Längen hier am Anfang. Ich weiß gar nicht, es dauert nicht lange, bis der Geist zum ersten Mal wirklich auch auftaucht. Genau. Und ja, so muss es eigentlich sein. Das einzige Problem, was ich habe mit dieser ganzen Sache ist, ich finde, dieses Haunting ist wirklich gut gemacht von der Sarah und wirklich cool. Aber es ist halt leider überhaupt nicht gruselig. Also, es ist ein cooler Effekt, aber es ist nicht meine Art von Horror. Ich finde diesen Geist nicht gruselig. Ich finde ihn cool und ich finde die Mechanik cool, dass er eben nicht aktiv, sagen wir mal, der Geist fasst dich an und du stirbst oder sowas und rennt dir hinterher, sondern dass er dich steuert und hypnotisiert und dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Diese Mechanik fand ich richtig cool, aber halt nicht wirklich gruselig irgendwie.
Dazu zwei, drei Anmerkungen. Also das eine ist, ich fand das eigentlich gar nicht so verkehrt mit dem Anzug ersteigern im Internet. Ich meine, man kann jeden Blödsinn mittlerweile im Internet kaufen. Wo gucken wir zuerst nach? Im Internet eigentlich. Von daher finde ich das eigentlich ziemlich realistisch, gerade wenn es um so krude Sachen geht. Das andere ist, da bin ich auch so bei euch. Also ich habe mich allerdings im Gegensatz zu dir jetzt, Dela, oder wahrscheinlich auch zu Flo, am Anfang schon ganz schön gegruselt, wobei ich schon lange keine Horrorgeschichten mehr gelesen habe. Das ließ aber im Laufe der Geschichte extrem nach. Und das ging so weit, dass ich angefangen habe, vorzublättern. Nicht, weil ich mich selbst spoilern wollte, um jetzt nicht erschreckt zu werden, sondern einfach, weil ich angefangen habe, mich zu langweilen. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Und ich habe mir auch mal so aufgeschrieben, was dieser Geist alles so macht. Ja, gut, der Anzug kommt, dann ist diese Stecknadel in dem Anzug, mhm, an der sich die Georgia, heißt sie? Nee, doch. Ja. Sticht. Auch nett. So, als nächstes taucht diese Kälte auf, die ja schon die eigentliche Besitzerin des Anzugs erwähnt hatte. Auf einmal liegt der Anzug auf dem Bett. Der alte Mann erscheint. Es kommt zu diesen Manipulationen der Technik und dann dieser Versuch, den Protagonisten in den Suizid zu treiben. Was mir dabei irgendwie aufgestoßen ist, war, ich habe darin nicht wirklich eine Stringenz gesehen, teilweise, und zum anderen das mit den durchgestrichenen Augen. Können wir bitte mal über diese durchgestrichenen Augen reden? Ich tue mir damit so schwer, ich weiß nicht, was das soll. Wie weit soll ich ausholen? Kommt mit uns zur Symbolik. Ja, okay, sorry. Nee, nicht sorry, das war ernst gemeint. Wie weit soll ich ausholen? Weil erstmal das mit den ausgestrichenen Augen ist ja der Grund, meiner Meinung nach, warum dieses Buch blind heißt. Darauf können wir uns einigen. Einen anderen Grund gibt es für mich auch mit dem deutschen Titel nicht. Also. Ich gebe dir recht, dass der Schwerpunkt, der da drauf gelegt hat, blödsinnig ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich der symbolische Aspekt daran ist, der, die Augen als das Tor zur Seele, wenn diese Augen in irgendeiner Form nicht verschlossen sind, aber quasi überblendet, blind gemacht oder wie auch immer, ist das quasi die Spiegelung von, das ist nicht mehr die Seele dieses Menschen, der da drin wohnt, in diesem Körper, sondern da ist plötzlich jemand anderes, eben der Vater von dem toten Mädel, also der Geist, der am Anzug hängt. Und eben quasi dieses, du löschst oder du überschreibst etwas, was vorher da war, ist für mich die symbolische Ebene, die da dahinter steht. Okay, kann ich nachvollziehen. Finde ich eine schöne Interpretation. Würde auch passen mit dem Foto, was einmal erwähnt wird, wo auch irgendwie die Augen ausgekratzt waren. Und ich dachte, er geht mehr darauf ein, vor allen Dingen, weil er, wie du gesagt hast, den Schwerpunkt dann so auf die Augen gelegt hat. Und das war mir dann doch zu wenig, um ehrlich zu sein. Was am Ende bei rausgekommen ist, dafür, dass es so eine Riesenrolle gespielt hat. Schwierig. Ja, und dann würde ich aber tatsächlich auch noch weitergehen. Ich glaube, das hat noch eine zweite Symbolebene. Und das ist die Symbolebene des Wegsehens, weil es stellt sich ja im Laufe des Buches, und wir wollen spoilern, oder? So. Ja, das Buch ist von 2007. Wenn ihr nicht gespoilert sein wollt, lest es. Ich nehme es vorweg, es lohnt sich trotz allem. Ja. Und dann schaltet wieder ein, aber wir spoilern jetzt die Scheiße aus dem Buch. Okay. Denn es stellt sich ja tatsächlich im Laufe des Buches raus, es ist nicht so, dass dieses Mädel sich umgebracht hat, weil sie den Liebeskummer von Judas Coyne nicht aushalten konnte, sondern sie hat zu Hause eine Vorgeschichte von sexuellem Missbrauch, von Vergewaltigung und so weiter. Und sie hat damit gedroht, durch die Hilfe und durch den Kontakt mit Coyne, quasi das zur Anzeige zu bringen, sich dagegen zur Wehr zu setzen und auch ihre Tochter oder die Tochter der Schwester. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die der Schwester, aber ich bin das auch durcheinander. Ja, die der Schwester. Auf jeden Fall auch das Kind in der Familie auch zu beschützen, was eben dazu führt, dass die Schwester
quasi sich ja selbst in Gefahr sieht, weil sie eben dieses Verhalten ihres Vaters enabled hat, nicht nur weggeguckt, sondern proaktiv unterstützt hat. Und dieser ganze Punkt von Wegsehen, von Judas Coyne, der zwar zumindest in den Augen der toten Freundin als Ally dasteht und wo sie sich relativ sicher ist, dass er ihr helfen würde, aber auch er weiß zwar, dass da wahrscheinlich irgendwas gelaufen ist, aber er stellt halt keine Fragen, weil wenn er Fragen stellen würde, würde er Antworten kriegen und dann müsste man sich ja um Dinge kümmern, also gucken wir lieber weg. Und dieses Weggucken, dieses proaktive Weggucken ist, glaube ich, für mich auch wieder der zweite Punkt, der diese Symbolik mit den ausgestrichenen Augen so darstellt. Weil nur dadurch, dass man wegguckt, konnte überhaupt das Ganze so weit eskalieren. Oder konnte diese Bedrohung so entstehen, wie sie entstanden ist. Das finde ich eine sehr schöne Erklärung und auch sehr schlüssig, um ehrlich zu sein. Soweit habe ich tatsächlich nicht gedacht, weil ich mit so vielen anderen Themen in dem Buch mich rumgeschlagen habe und über die ich nachgedacht habe, dass das irgendwie mir dann durch die Lappen gegangen ist, um ehrlich zu sein, weil es gibt ja noch ein paar andere Punkte, die sind euch vielleicht auch aufgefallen. Also ich will auch damit nicht sagen, dass ich damit recht habe. Das wäre bloß meine Interpretation, warum darauf so ein Schwerpunkt gelegt wird. Es klingt sehr schlüssig und ja, soweit habe ich auch nicht gedacht. Wo wir aber gerade bei der Symbolik sind, was ich noch ganz cool fand, ist dieser Gedanke einer spirituellen Infektion. Eben wie du schon sagtest, die neue Freundin hat ja diesen Nadelstich sich vom Anzug geholt und das entzündet sich ja und wird zu einer echt lebensbedrohlichen Infektion. Und das, muss ich sagen, finde ich eine ernsthaft geile Idee, auch eine ernsthaft neue Idee. Weil das eine spirituelle Entität in irgendeiner Weise eine körperliche Krankheit de facto auslösen kann, ist, glaube ich, in der Literatur doch eher selten. Meistens ist es dann eben sowas wie, ja, durch den Stress und so weiter, dadurch hast du dann körperliche Probleme. Aber dass es direkt wie wirklich eine Krankheit ist, das habe ich selten gehabt bis jetzt. Finde ich cool. Ja, oder die Leute sind halt durch eine Besessenheit. Genau. Ich denke jetzt an den Exorzisten oder sowas, aber in der Form fällt mir jetzt auch gerade kein Beispiel ein. Nee, das mochte ich auch. Es war auch eine nette Idee. Und es hat halt auch quasi gleich so ein bisschen so ein Body-Horror-Element reingebracht. Was ich sagen muss, da stehe ich drauf. Das finde ich gut. Also an sich finde ich das auch gut. Vor allen Dingen war ja der Sinn und Zweck von dem Geist sozusagen nicht nur Jude, sondern sein ganzes Umfeld, was weiterhin halt zu ihm hält, direkt mit auszumerzen, damit Jude halt alleine dasteht und am Ende auch alleine stirbt. Und von daher sehr gelungen. Und vor allen Dingen kommt mir jetzt, wenn wir hier so darüber sprechen, ein Nadelstich bei einem Anzug ist so auch wieder realistisch und es ist ja nichts Übernatürliches, so dass Georgia, die sich ja gestochen hat, sich erstmal nichts dabei gedacht hat und wahrscheinlich auch nicht davon aus ist, dass es irgendwann zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen könnte, nachdem sie sich an einer Nadel gepiekst hat. Dahingehend, ja, das ist gut gemacht auf alle Fälle. Und das hat für mich so ein bisschen Anleihen an Voodoo, überhaupt dieser ganze Craddock, dieser Prediger und ja, Spiritist, sag ich mal. Das, da passt auch, dass die in Florida leben. Das passt schon übereinander. Das mochte ich eigentlich auch. Das war auch so ein bisschen auf diese Voodoo-Geschichte mal so einen neuen, bisschen unverbrauchteren Blick. Da passt dann auch wieder der Anzug so als als Fetisch, das war das Wort, danke. Ja, aber das ist halt, also ich meine, ihr wisst, ich beschäftige mich mit diesen Dingen, ich habe Spaß an diesen Dingen und so weiter. Zu jeder Art Magie, in welcher Form auch immer man sie praktiziert, in welcher Form auch immer man sie ausübt, gehört kultureller Kontext und ohne das Böse zu meinen, kultureller Ballast.
Und diesen kulturellen Kontext, / Ballast, hier mit reinzubringen in einem Cast, den zumindest ich als komplett weiß gelesen habe, finde ich auf einem anderen Level wieder schwierig. Ich habe da auch Spaß dran gehabt, es ist aber wahrscheinlich nicht ganz in Ordnung. Ja, dass das Ganze so gesehen natürlich problematisch sein kann, kulturelle Aneignung und sowas, geschenkt. Ich gebe dir auch recht, dass ich Spaß dran hatte. Genau, und ich sage auch nur, ich sage, er hat Anleihen daran genommen. Ja, auf jeden Fall. Und er hat an sehr vielen Sachen Anleihen genommen, seien wir ehrlich. Also, wir kommen ja auch noch später dazu, von Hunden über Autos. Er hat bei seinem Vater viel geklaut. Aber er vermischt die Versatzstücke eigentlich ziemlich gut. Ja, aber ich glaube, du hättest das viel. Also, ich bin bei dir, dass es nicht schlimm problematisch ist, auf jeden Fall. Aber ich glaube, hätten wir hier eine Person of Color, zum Beispiel, dass die neue Freundin eine Person of Color wäre, was nie irgendwie ausgeschlossen wird, glaube ich, aber. Doch, es wird irgendwo erwähnt, dass er schwarze Haare und sehr bleiche Haut mag. Okay. Aber versteht ihr, wenn man das einfach eingebaut hätte, dann wäre das für mich sehr viel schlüssiger und in sich runder gewesen. Ja. Nee, kann ich gut verstehen. Ich sage auch, bislang habe ich auch keine Probleme mit dem Buch. Aber ich sage mal so, umso länger jetzt sich dieser, ich nenne es mal Spuk, in diesem alten Farmhaus zieht, umso mehr denke ich, bring mal die Handlung so ein bisschen auf Trab. Mach mal ein bisschen voran. Es ist ja schön, dass es immer langsam weiter eskaliert, aber so langsam könnte mal was passieren. Und das ist dann so der Moment, wo das Buch so langsam für mich beginnt, erstmal abzusacken. Ja, um nicht zu sagen, auseinander zu bröseln. Weil ich muss sagen, der ganze Teil der Reise, als sie sich dann auf den Weg machen, um Florida zu finden, beziehungsweise die Unterstützung, beziehungsweise die Schwester da zu überreden und so weiter, der hat für mich, wenn ich ehrlich bin, versagt. Also das Einzige, was da echt geholfen hat, waren die Hunde, dass ich Spaß an den Hunden hatte. Aber das fand ich nicht gut, bin ich ehrlich. Und das ist leider ein großer Teil vom Buch. Da bin ich bei euch, absolut. Für mich war es auch, dass es dann anfing, so ein bisschen zu bröckeln am Ende des ersten Teils, bevor sie dann sich auf den Weg gemacht haben. Gut, über die Augen haben wir jetzt schon gesprochen. Da habe ich mich aber immer wieder gefragt, ja, wo ist die Tiefe dahinter? Und so ging es mir mit einigen Sachen, die angerissen wurden. Nur mal als Beispiel, als der Craddock sich bei Jude auf dem Computer meldet, schreibt er ihm ja eine Nachricht. Ne? Lieber Jude, bei Einbruch der Dunkelheit werden wir unterwegs sein. Wir sind zu dem Loch unterwegs. Ich bin tot. Du wirst sterben. Jeder, der dir uns zu nahe kommt, wird von unserem Tod befallen. Wir sind gemeinsam befallen. Wir werden zusammen in dem Todesloch sein und die Graberde wird auf uns fallen. Lalala. So, und da fand ich das total spannend, diese Abwechslung zwischen ich, du, wir. Ja, wie so eine Korrektur. Dann immer wieder dieses wir werden. Und ich dachte, okay, hier ist was, hier passiert was. Hier wird was angedeutet. Und das fand ich total spannend und auch irgendwie beunruhigend zu lesen. Und es kam nicht. Also es wurde ja nicht mehr. Ja, red weiter. Entschuldigung. Also ich wollte nur noch abschließend sagen, also für mich war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, hier, ne, da muss er einhaken. Und es ging einfach verloren. Also es kam nicht mehr vor. Das ist für mich sehr witzig, weil ich habe das überhaupt nicht als Andeutung einer Handlungsebene oder sowas gelesen oder als Handlungsstrang. Das war für mich ein Mantra. Das ist für mich das war für mich reine Melodik und als reine Melodik reine Methodik, um diesen Zauber auszuüben. Verstehst du, was ich meine? Ja, durchaus. Und ich finde es auch gerade sehr spannend, dass wir das so unterschiedlich gelesen haben. Das ist aber halt die Frage, weil ich eben einen Kontext
einen praktizierenden Kontext habe, möchte ich mal sagen. Den hast du eventuell vielleicht möglicherweise nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied, wie du diese Szene bewertest. Durchaus möglich. Also ich dachte halt, da kommt noch irgendwie was, eine Verschmelzung oder sonst irgendwas oder irgendwas, dass es dieses Wir halt gibt. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Und genauso anstrengend fand ich das dann auch mit der Szene in Judes Arbeitszimmer-Studio, wo sich Georgia diesen Snuff-Film anschaut. Und das war mir dann irgendwie schon zu viel, um ehrlich zu sein. Ich fand die fantastisch, die Szene. Das war für mich die beste Szene im ganzen Buch, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich total geil, weil ich kann ja auch sagen, warum mich das dann im Nachhinein gestört hat. In dem Moment fand ich es auch krass. Ja. Was mich daran aber nur so gestört hat, war, dass ich den Eindruck hatte, dass die Sexualität, die in dieser Szene sehr deutlich dargestellt wird, also ne, im Verhältnis zum Rest des Buches, sozusagen bewusst halt genutzt wurde, um zu schocken, während es, wenn es zu sexuellen Handlungen mit Emotionen, also positiven Emotionen gab, wurde ausgeblendet, wie so mit Blümchen drauf. Und ich dachte so, boah, hast du es so nötig, quasi da zu schocken. Also das war, es hat für mich irgendwie nicht gepasst, also das Explizite, während das ich andere weiß, so... Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Auch da unter Hinsicht von praktizierenden Dingen geht es hier, glaube ich, weniger um den Schockeffekt als um die Katalysatorwirkung von sexueller Energie. Und die kann da sein, wenn sie liebevoll, zärtlich, Blümchensex Dings ist. Die kann aber sehr viel energetischer und damit magisch betrachtet sinnvoller eingesetzt werden, wenn da Wahnsinn, Aggression, bisschen Blut, bisschen wir spielen mit Messern, wenn diese ganze Ebene damit reinkommt. Also ich glaube, das hängt alles für mich an dem Komplex, wie diese Form dieser Magie funktioniert. Das ist für mich weniger ein literarisches Element als ein erklärendes Element der Methodik dieser Magie. Ich finde es ein bisschen erschreckend, mit wie viel Spaß du das erzählst. Es tut mir leid. Ich meine, keiner kann überrascht sein. Echt, ich amüsiere mich hier gerade köstlich darüber. Wie gesagt, ich sollte vielleicht das Push-to-Talk mal ausschalten, weil dann könnt ihr hören, wie oft ich mich hier eigentlich wegkicher und warum ich so still bin. So geht es mir übrigens auch gerade. Ja. Aber kann man denn meiner Argumentation folgen? Ich kann deiner Argumentation durchaus folgen. Ich kann es auch nachvollziehen. Für mich, gut, ich bin in der Materie so wie du halt nicht drin. Und für mich als jetzt Leserin ohne Hintergrundwissen sind es wie so Fragmente, die mir hingeworfen werden, mit denen ich nichts anfangen kann, wo ich denke, okay, müsste das nicht nochmal irgendwie vorkommen? Müsste das nicht auch irgendwie weitergeführt werden? Und das ist das, was ich meinte mit, ich habe Schwierigkeiten mit der Stringenz bei dieser Geistergeschichte, weil sie sich für mich nicht erschließt. Man hat immer wieder so ein, hier hast du was, da hast du was und du denkst dir so, okay, klar, eine Geisterwelt müsste prinzipiell, weil es ja rein fiktiv ist, keiner Regel folgen, aber man merkt, hier ist irgendwo eine Regelung. Es gibt eine Regel. Und die werden immer angerissen. Auch zum Beispiel, dass Craddock scheinbar Probleme mit dem Sonnenlicht hat. Oder dass es auch um Licht und Lichtgestalten geht. Wahrscheinlich wirst du jetzt wieder sagen, Dela, ja, da weiß ich was zu. Für mich. Ich gebe dir auch recht, das fehlt Kontext. Für jemanden, der nicht in der Materie ist, fehlt Kontext. Bin ich hundertprozentig bei dir. Und das hat's, genau, und das hat's so schade gemacht und auch so anstrengend, dass du da sitzt und dir denkst, okay, was sollte das jetzt? Und das nächste Fragment. Und das nimmt zumindest mir den Spaß an einem Buch. Verstehe ich völlig, auf jeden Fall. Kann ich unterschreiben, sehe ich ein. Das nächste Ding ist halt, was man auch noch mit dazu sehen muss, mal von dem ganzen energetischen Blödsinn der Sexualebene mal abgesehen, den ich gerade schon erwähnt habe. Aber dass Craddock ein gewisses Maß an Sexualität aus reinem Spaß in das ganze Thema mit reinbringt, ist aufgrund der
Geschichte, wie er Sexualität und sexuelle Gewalt als Mittel zur Macht benutzt innerhalb seiner Familie, für mich jetzt auch nicht out of character und macht halt auch wieder Sinn. Nee, das passt sogar sehr gut. Und mir ist jetzt hier in dieser Diskussion was eingefallen, was ich so gar nicht im Kopf hatte. Ich möchte gerade ein Zitat bringen zu Beginn der Reise. Also wenn sie sich aufmachen nach Florida. Sie waren gerade nördlich von Fredericksburg und das Tageslicht begann zu verblassen, als Jude den Pickup des toten Mannes sah. Er folgte ihnen im Abstand von etwa einer Viertelmeile. Und ich wusste nicht, warum ich mir dieses Zitat rausgeschrieben hatte. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, woran mich das erinnert. Das passt nämlich auch mit dieser sexuellen Ebene. Kennt ihr den Film It Follows? Ja, ja, genau. Also es handelt sich dabei um einen Horrorfilm von 2014 und das Böse oder ja, die böse Wesenheit ist hier eine sexuell übertragbare Krankheit oder funktioniert wie eine sexuell übertragbare Krankheit und sie folgt der infizierten Person, die kann hingehen, wo sie will. Dieses Böse folgt ihr immer unaufhaltsam, ganz langsam, ganz schleichend, ganz bedrohlich. Und es ist so ein bisschen, sehe ich Credo Kids mittlerweile hier. Ja, also das ist eine schöne Analogie, das stimmt. Da bin ich vorher nicht so drauf gekommen, aber das passt für mich jetzt sehr gut. Das macht es für mich, hebt es für mich nochmal auf eine andere Ebene. Ich finde es sehr, sehr schlüssig, was ihr beide gesagt habt. Ich finde auch jetzt den Hinweis mit dem It Follows sehr spannend. Mir ist jetzt klar geworden, was mich möglicherweise an dieser Szene in Anführungszeichen gestört hat, obwohl es mich jetzt nicht gestört hat. Also die war ja sehr schnell und sehr rasant und wie du gesagt hast, sehr energiegeladen. Mir fehlt der Gegenpol. Ich glaube, das ist der Punkt. Also wenn quasi es um Energien geht und auch um sexuelle Energie, vielleicht ist es auch nur so, dass diese negative oder böse oder was auch immer sexuelle Energie so explizit dargestellt wird, aber der Gegenpol fehlt, weil da kommt dann der Blümchenvorhang gefühlt. Ah, das ist jetzt nicht so wichtig, obwohl ja gerade diese emotionale Entwicklung zwischen Jude und Georgia ja mit einer der zentralsten Punkte dann gegen Ende des Buches wird. Ja, aber ich glaube tatsächlich, einerseits Punkt A ist, wie gesagt, sexuelle Gewalt ist die Sprache dieses magischen Wesens. Punkt. Eben nicht Sex an sich ist die Sprache dieses Wesens, sondern sexuelle Gewalt ist die Sprache dieses Wesens. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist für mich, wenn du jetzt sagen würdest, wir setzen einen Gegenpol mit dieser liebevollen Beziehung, die sich dann langsam entwickelt zwischen Georgia und Judas, das würde für mich wieder so einen Punkt setzen von, ja, mit Liebe kannst du alles reparieren und Blödsinn und Zeug und Sachen. Und das ist halt sowohl im magischen als auch im alltäglichen Kontext völliger Bullshit. Wenn du ein Trauma hast in irgendeiner Form und Weise, sei es ausgelöst durch sexuelle Gewalt oder irgendwas, da kann alle Liebe der Welt dir nicht helfen, da brauchst du Hilfe, Punkt. Und zwar faktisch Hilfe, Punkt. Und ich glaube, genau diese emotionale Schwurbelei dabei wegzulassen, ist eine Entscheidung, für die ich Joe Hill tatsächlich sehr dankbar bin. Ja, durchaus. Andererseits kann es ja trotzdem auch ohne, also verstehe mich bitte nicht falsch. Also es geht jetzt nicht darum, Lust und Liebe zu verwechseln, aber es könnte ja auch eine positive Lust sein, ohne dass jetzt unbedingt Liebe dabei im Spiel sein muss. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, es fällt so ein bisschen hinten runter. Aber einfach, die beiden Protagonisten, also Georgia und Judas, sind ja keine magischen Teilnehmer an diese ganze Sache an sich. Verstehst du? Wenn die jetzt in irgendeiner Form Kontermagie betreiben würden, was sie ja nicht tun, dann könnte man sagen, okay, dann ziehen wir unsere Energie halt aus unserer positiven Lust oder was auch immer. Das könnte man problemlos machen. Aber sie sind ja in keiner Form magische Teilnehmer in diesem Wettbewerb. Das durchaus.
Aber vielleicht erinnere ich mich auch falsch, weil ich meinte, mich zu erinnern, dass sie zwischendurch, als sie da unterwegs sind, auch im Motel oder so, dass sie zwischendurch auch nochmal Sex haben und da wird wieder so, ne, und das fällt hinten runter. Auch wenn es, ich brauche das jetzt nicht explizit zum Lesen für mich in dem Sinne. Ich weiß, was du meinst. Du willst ein Gegenpol dazu. Das ist mir klar. Ich habe einfach das Gefühl, also für mich entsteht dadurch das Gefühl, dass quasi das wirklich so auf Teufel komm raus, auch wenn ich deine Argumentation in Bezug auf diese ne, sexualisierte Gewalt durchaus verstehe, habe ich so das Gefühl, wie gesagt, wenn man das einfach so liest, hier wurde auf Teufel komm raus versucht zu schocken. Mhm. Und bei den anderen Sachen, ach okay, dann lassen wir es einfach mal weg, weil das ist jetzt uninteressant. Ich verstehe deinen Punkt ist so auf jeden Fall, ja. Und ich verstehe dich auch. Ja, super. Also wir verstehen uns gegenseitig und ja, supi. Genau, aber ich möchte in dem Zusammenhang, ich verstehe euch übrigens auch gut, aber ich möchte in dem Zusammenhang noch was anderes erwähnen. Du hast ja eben gesagt, dass Craddock auch seine Familie durch Gewalt und auch sexualisierte Gewalt beherrscht. Mhm. Und hier sehe ich auch eine Verbindung sowohl zu Judas als auch zu Mary Beth, weil alle wichtigen Figuren in dieser Geschichte haben Gewalt durch Vaterfiguren erlebt. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen darum, das in irgendeiner Form zu überwinden. Also nicht nur den bösen Geist, sondern Judas setzt sich ja auch später mit seinem Vater auseinander und haut dem Gebrauchtwagenhändler, der Mary Beth missbraucht hat, aufs Maul. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, den dieses Buch aufmacht. Ja, und ich glaube, damit verbunden, der Punkt von Solidarität als Liebesbeweis und mangelnde Solidarität als Beweis mangelnder Liebe. Weißt du, wie ich meine? Weil wir haben die Gewalt vom Vater. Die Gewalt vom Vater wird von der Mutter von Judas Coyne mehr oder weniger hingenommen, / akzeptiert. Ja, es wird auch beschrieben, die hat nicht wirklich viele Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Aber trotzdem ist das im Selbstbild von Judas Coyne dieses im Stich gelassen werden, damit allein gelassen werden, ein sehr großer Punkt. Genauso wie diese Szene mit dem Gebrauchtwagenhändler. Die Tatsache, dass Judas Coyne dem Gebrauchtwagenhändler auf die Fresse haut, ist der ultimative Solidaritäts- und damit Liebesbeweis für Georgia. Und genauso wie, auch wenn es eine Trennung gab, ist ja Florida von Anfang bis Ende der Überzeugung, dass Judas Coyne absolut unbesehen, ohne jeden Zweifel, ihr helfen würde, das ganze Ding vor Gericht durchzukämpfen. Das heißt, auch da ist seine Solidarität und damit seine Liebe, auch wenn die Beziehung zu Ende ist, in keiner Weise in irgendeiner Form in Zweifel gezogen. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil es eben im Kontext zu dieser Thematik des Wegsehens für mich steht. Genau, ich kann gut verstehen, was du da meinst, ja. Ja, also wir sind dann jetzt in Florida angekommen, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, also wir haben jetzt so ein bisschen Roadmovie. Es gibt immer wieder Zusammenstöße im wahrsten Sinne des Wortes mit Craddock. Und wir landen beim Haus seiner noch lebenden Tochter. Ich komme mit den Namen durcheinander. Jessica, genau. Anna ist die Tote und Jessica ist die noch lebende Schwester. Ja, und die ist aber, sagen wir mal, uneinsichtig. Also die will den Geist nicht wieder zurücknehmen. Wahrscheinlich kann sie es auch gar nicht. Und es kommt hier schon zu einem ersten kleinen Finale, will ich mal sagen. Und auch ein paar der traurigsten Szenen für mich in dem Buch, die armen Hunde. Ja, aber mein Gott, sind die Hunde cool. Also gerade als sie dann diese Sphären, diese Schattenhunde sind, das war so geil gemacht, da habe ich so viel Spaß dran gehabt. Und ich muss leider sagen, sowohl dieser Kampf mit der Schwester, als auch dann der finale Endkampf mit Papa und dem besessenen Papa und die Endkämpfe selber haben für mich irgendwie versagt, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte es aber an nichts festmachen.
Ich fand es nicht so schlimm, wie es oft bei King der Fall ist. Ja. Aber es ist halt das Problem, dass ganz viele solche Bücher am Schluss haben. Irgendwie musst du es auflösen. Und es ist meistens nicht wirklich zufriedenstellend. Also hiermit kann ich noch leben, weil es eben noch nicht vorbei ist. Aber auch der finale Endkampf war so, ja, komme ich nachher drauf. Also ich muss sagen, ich fand jetzt diese Konfrontation zwischen Georgia, Jude und Jessica und den Hunden eigentlich gut beschrieben. Hatte auch Tempo und vor allen Dingen, ich habe es als so ein Zwischenstück gesehen. Natürlich, das mit den Hunden ist traurig, absolut, ich mochte die auch, habe mir aber mit diesen Schattenhunden auch so ein bisschen schwer getan. Ne, da sind wir wieder bei diesem Thema, irgendwie Fragmente hingeworfen und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Auch gerade mit diesen, was vorher stattgefunden hat, mit den Traumsequenzen, wo es auf einmal um die Straße des Todes geht, darauf werden wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen. Was ich cool fand, ist, dass er die Tochter von Jessica, also Reese, mit reingenommen hat und die da auf einmal mit einer Knarre steht. Hat mir persönlich gut gefallen. Und war für mich nur so ein Zwischending. Und weil ich finde, er hat aber da schon so viel am Pulver verschossen, was jetzt übrigens ein ungewollter, schlechter Wortwitz war, fand ich das ganz am Ende, der kam nicht mehr daran. Also der hat so viel Gas gegeben am Anfang, dann finde ich dann noch bei diesem Zwischenstück im Haus von Jessica und dann gegen Ende ist einfach nur so, ja, wie willst du das jetzt noch toppen? Wie willst du das Tempo halten? Und da kam es halt, wie es kommen musste. Es war irgendwie so ein, bei dem finalen Kampf, jetzt in einem Haus von Jude's Vater, war es auch für mich so ein, hä, was ist das denn jetzt? Ja, das kam mir so ein bisschen vor. Ich überlege die ganze Zeit, welcher Nightmare on Elm Street Film das ist, wo dann Freddys Mutter und die anderen Geister ihn einfach wieder zurück ins Licht ziehen oder so. Also das war so sehr 0815 Auflösung, weil es fällt uns halt gerade nichts Besseres ein. Aber ich muss zugeben, mir persönlich wäre auch nichts Besseres eingefallen. Da bin ich bei dir. Geht mir auch so, ja. Na gut, ich hätte nichts Besseres, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber nichts Besseres als diese Tür? Ja. Okay, vielleicht, wenn ich länger drüber nachdenke. Was ich mir halt gewünscht hätte, ist, dass wir da das Thema mit diesen blindeten Augen aufgreifen, indem eben zum Beispiel Anna das überschreibt. Dass quasi dieses imaginäre Bild von Coin selbst, wie dessen Augen plötzlich wieder aufgehen. Wie er sich selbst wieder empowert, wie er selbst wieder Kontrolle über sein Leben und seine Situation übernimmt. Und dadurch, weil er ja auch durch diesen, ich sag mal, finalen Sieg über seinen Vater ja auch eine selbstempowernde Aktion hat. Aber da hat er halt, ich meine, ich verstehe, dass in einem Buch, in dem dir zwei Drittel der Leser logischerweise völlig verständlich vorwerfen, dass sie deine Symbolik, deine Bildsprache nicht verstehen, weil sie keinen magischen Hintergrund haben, dass du dann den Endkampf nicht auch wieder mit Symbolik und magischer Bildsprache auflösen willst, verstehe ich. Mir hätte es andersrum besser gefallen. Ja, mir hätte das nicht mal was ausgemacht, wenn er das so getan hätte. Solange er das ein bisschen erklärt hätte. Ja. Man hätte, was weiß ich, Craddock wird aufgebaut, war ein Soldat in Vietnam, bösartiger Scheißkerl, Hypnose, blablub. Da hätte man noch irgendwie das umkehren können. Und ja, ich weiß es auch nicht. Also irgendwie, Jude. Nein. Ich müsste zu lange überlegen, um jetzt hier das Ende schön zu reden. Es ist okay, es ist aber recht billig und es überzeugt nicht 100 Pro. Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber wie gesagt, genau, ich verstehe auch warum. Es ist immerhin nicht so ein Ende wie bei vielen Büchern seines Vaters. Und das halte ich ihm wirklich zugute. Ja, also stell dir mal vor, jetzt wäre die Hand Gottes runtergekommen, hätte Craddock weggeschnippt und aus. Das wäre jetzt auch nicht toll gewesen. Aber ja. Ja, das stimmt. Oder Alien-Kinder mit der Lupe. Schön.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Nicht dieses Buch erwähnen. Gut. I know. Ich weiß nicht, Flo. Wollen wir hier bewerten, generell? Ich würde sagen, wir bewerten einfach mit einer Empfehlung oder einer Nicht-Empfehlung. Okay. Weil, also mit dem Inhalt seid ihr durch, oder? Habt ihr da noch irgendwas, was ihr erwähnen wollt? Nur noch die Straße des Todes, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, tatsächlich. Okay, weil ich wüsste nichts dazu zu sagen, außer wieder Symbolikgedöns, aber... Ja, wahrscheinlich, und das ist auch so mit der Punkt, dass es einfach ein bisschen überladen ist, gefühlt. Ja. So. Okay. Also ich muss sagen, ihr wisst, wenn ihr dieses Format hört, ich habe Spaß an Symbolik, ich habe Spaß an magischer Bildsprache. Ich habe auch generell sehr viel Spaß mit solchen überladenen Dingen und Sachen. Und wenn das 4, 5 unterschwellige Ebenen hat, die nichts mit der Handlung zu tun haben, ich habe daran Spaß. Deswegen, mir hat das Buch echt gut gefallen, aber man sollte es nicht für die Handlung lesen, weil die Handlung ist nicht so doll, finde ich. Aber es macht Spaß. Ja. Da kann ich dir nicht widersprechen. Also Spaß macht's auf jeden Fall. Ich war mir gerade nicht sicher, ob nach dem Jahr jetzt aufhörst oder nicht. Also, ich mir auch sag's nicht. Wie gesagt, man sollte es nicht für die Handlung lesen. Aber wenn man Spaß an Symbolik hat, wenn man Spaß an Bildsprache hat und sowas, dann ist das ein super Buch. Also es kommt halt darauf an, welche Art von Leser ihr seid. Hinsichtlich der Handlung, es war okay. Also ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal lesen, wenn ich jetzt nicht unbedingt dein Hintergrundwissen hätte, Dela. Aber an sich, wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe auch eine Menge nachzudenken gehabt. Was mir persönlich auch Spaß gemacht hat, war zu sehen, wo er so ein bisschen seinen Vater imitiert hat, wo so gewisse Szenen waren, wo ich gedacht habe, ach, das kennst du doch von King. Und wie er das dann modifiziert hat, das fand ich auch ganz, ganz spannend. Und wie gesagt, gerade der Anfang hat mich mitgerissen. Von daher, warum nicht lesen? Ja, das haben andere auch so gesehen. Denn das Buch hat unter anderem den Bram Stoker Award und den Locust Award gewonnen als bester Erstlingsroman. Ja. Darf okay. Ich dazu noch zwischenkrätschen? Weil das ja, ist mir, das ist böse, was ich jetzt sage, ja? Und das ist reine Spekulation. Aber dieses Buch ist im Englischen 2006 erschienen. Es ist sein Debütroman und im selben Jahr ist sein Pseudonym Joe Hill aufgeflogen. Und es ist so, und dann kriegt er diesen Award. Es ist ein guter Debütroman, keine Frage, aber es war für mich so dieses, oh, alles im selben Jahr. Ich muss aber gesagt, auch ehrlich sagen, der Bram Stoker Award, Flo, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber den haben auch schon viel schlechtere Dinge gekriegt. Das ist für mich gefühlt so eine Auszeichnung, wo du denkst, ja, ist schön, dass du die hast, aber die bedeutet nichts. Mit den Awards bin ich eh vorsichtig, möchte es nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, der Hugo Award ist es momentan, um den es so einen kleinen Skandal gibt. Aber das lassen wir mal außen vor. Trotzdem, das Buch ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich würde es weiterempfehlen. Und ich möchte aber noch... Ich habe wie immer ein paar Rezensionen durchgelesen und ich möchte noch vorlesen, was die Welt dazu geschrieben hat. Also sie beschreiben das Buch als Produkt der Werkstatt King und von raunendem Mystizismus des Plots bis zum Blutrausch des Finales, vom linken Patriotismus, der zwischen allen Zeilen steht, bis zum sentimentgeschmiegten Happy End. Papa hätte all das so genau so gemacht. Nein. Nein. Also ich habe nicht gelesen. Genau, und es ist eine absolut schwachsinnige Rezension. Ja. Und, ja. Aber ich fand das sehr lustig. Ich habe auch die der New York Times gelesen. Da werde ich es nicht vorlesen. Die haben geschrieben, also grob übersetzt,
die Handlung lässt sich einfach zusammenfassen und schreiben dann so 4-5 Sätze. Und ich dachte nur, was für ein Buch habt ihr gelesen? Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Außer, dass er den Anzug kauft. Aber ja, es ist oft so, dass man sich nicht so auf die, die Zeitungsrezensionen verlassen kann, sondern bisschen mehr als aufs Internet vielleicht. Und dazu muss ich sagen, den meisten gefällt das Buch doch ganz gut. Wir haben zwei Kleinigkeiten, die mir noch aufgefallen sind. Ich weiß aber auch nicht, ob das stimmt. Einerseits haben wir halt hier wirklich auch Verbindungen ins King-Universum, weil Judas Coyne wird unter anderem in einem King-Roman später erwähnt. Dazu später mehr. Und was mir noch aufgefallen ist, als der Vietnamese hypnotisiert wird, gibt es Werbung für Moxie. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob Moxie ein realistisches, in der echten Welt verankertes Produkt ist. Wenn es das nicht ist, kommt dieses Produkt auch im Anschlag vor von King. Das wäre witzig. Welche, wo kommt er denn, wo meintest du denn, dass der Judas Coyne noch vorkommt? Weil der Name kam auch bekannt vor. Ich glaube, ich darf ich das verraten schon? In unserer nächsten Folge, Julia. Ah, okay, ja gut. 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 Dann, genau, bin ich, glaube ich, mit allem, was ich wollte, durch. Habt ihr denn hier Zitate oder habt ihr keine rausgeschrieben? Erstaunlicherweise das Beste, was gefallen hat, war das Zitat am Anfang von Alan Moore, was der Joe Hill da bringt. Deswegen, das ist halt irgendwie ungut. Also mit dem können tote Ziele haben. Mhm. Die Frage fand ich toll, ist aber leider nicht von Joe Hill. Okay. Ja, mein Zitat war auch nur das mit dem Autofahren da. Sonst habe ich da jetzt auch nichts. Ja, dann hast du Zitate, dann bringt du die erstmal. Ich habe einmal, it wasn't selling souls that got you into trouble. It was buying them. Das fand ich schon mal fantastisch. Und dann habe ich eins, was mich so ein bisschen wieder an King erinnert hat. We're going to sing just like the old days. Everyone sings here. After a while, it kind of sounds like screaming. Just listen. Listen and you can hear them screaming. Und das ist halt für mich schon wieder gefühlt sehr nah an es. Everyone floats here. Aber ich glaube, kann das sein, weil du das ja im Englischen gelesen hast, dass das vielleicht durch die deutsche Übersetzung verloren gegangen ist, weil ich kann mich an solche, weil die finde ich mich jetzt auch ziemlich cool, die du genannt hast, aber dass das im Deutschen so prägnant rübergekommen wäre, daran kann ich mich nicht erinnern. Das kann sehr gut sein, ja. Zur Übersetzung vielleicht noch im Nachwort des Buches dankt Joe Hill vor allem auch seinem deutschen Übersetzer Wolfgang Müller für die gute Zusammenarbeit und die langen Telefongespräche, wie man Sachen übersetzen sollte. Es hätte ihm einen Riesenspaß gemacht. Sowas das habe ich auch gelesen. Ja, sowas habe ich echt noch nie gesehen vorher. Und das fand ich gut. Und das und Flo, du weißt, warum ich das gut fand. Ja. War es, heißt es Schlaflos von Stephen King? Ja. Genau, ich habe mir das zu Weihnachten gewünscht. Vor einigen Jahren. Ich habe mich super drauf gefreut. Ich habe es geschenkt gekriegt. Ich habe es angefangen zu lesen und ich habe es irgendwann erzürnt weggelegt, weil die Übersetzung so schlecht war. So schlecht. Ich habe es nicht ertragen. Und deswegen Hut ab vor Joe Hill, dass er sich da auch so ins Zeug gelegt hat und auch vor dem Übersetzer. Nicht alles kann im Deutschen so funktionieren wie im Englischen und umgekehrt. Aber das ist so, so wichtig, dass die Übersetzungen stimmen, weil sonst hat man da auch keinen Spaß dran. Und ihr merkt, ich reg mich jetzt gerade zum Abschluss nochmal richtig auf. Zu dem Thema möchte ich einen Podcast empfehlen. Und zwar den Memoranda-Podcast. Das ist der Podcast eines Kleinverlages. Und da gibt es eine Folge, in dem sich ein Übersetzer-Team, das sich mit einem Buch von Ursula K. Le Guin beschäftigt hat, und das auch sehr schwer zu übersetzen war wohl. Und wie sie daran gegangen sind, wie sie das gemacht haben, das ist hochinteressant. Das nur so nebenbei. Okay. Ansonsten, was wir noch nicht erwähnt haben, ist der Ursprung des Originaltitels, also Heart-Shaped Box. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist ein Lied von Nirvana. Ja, nee, aber vor allem haben wir auch noch nie darüber geredet, warum. Weil diese es gibt zwei Hinweise auf diese herzförmige Box. Nämlich einerseits, als Judas Coyne Kind war,
hat seine Mutter jedes Jahr zum, ich glaube, Hochzeitstag eine Pralinschachtel bekommen. Aber eben nur diese eine Pralinschachtel immer wieder. Und wenn sie sich nicht ordnungsgemäß darüber gefreut hat, ist sie halt von ihrem Vater, von ihrem Mann verprügelt worden. Und zweitens, der Anzug, den er ersteigert, kommt in eben so einer herzförmigen Schachtel. Das ist eigentlich der ganze Bezugspunkt zu der Geschichte. Über die Symbolik reden wir jetzt aber nicht mehr, oder? Nein, aber ich glaube, wir hatten es nie erwähnt, deswegen. Ja. Genau. Gut, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, Flo? Na, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ich denke ja. Auch. Und sowieso. Ich glaube, wir haben es auch tatsächlich deutlich detaillierter durchgekaut, als ich erwartet hatte. Nee, das gibt das Buch aber auch her. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt mal ernsthaft, Sinn. Da wäre noch mehr gegangen. Ja, also ich kann auch noch 3 Stunden über Symbolik und Magie reden, wenn ihr das wollt. Also. Mach die Aufnahme fertig, dann reden wir weiter. Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Experimentalformat schon mal gefallen. Und wir werden damit sicherlich weitermachen, aber es wird demnächst auch wieder normale, reguläre Königsbube-Dame-Gastfolgen geben. Unter anderem auch wieder mit der Julia zu Mr. Mercedes. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Ich bedanke mich bei dir, liebe Julia, es war mir eine Ehre. Mir auch, euch auch vielen Dank dafür. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Flo, es war sehr schön, dieses Format mit dir zu starten. Es war wundervoll, Dela. Ich freue mich auf weitere Folgen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.